Andreas Scheuer hat sein Bundestagsmandat zurückgegeben und jetzt ist auch schon klar, wo es ihn karrieretechnisch hin verschlägt. Bereits vor einigen Monaten hat er eine neue Holding GmbH gegründet. Das ist nämlich die Positanis Holding GmbH, die im Grunde die reine Vermögensverwaltung ganz einfach durchführt. Zudem hat er dann noch die Tancredis, die Unternehmensberatung, gegründet und da ist jetzt auch klar, wer der erste große Auftraggeber ist, und zwar die Mosolf Group. Die Mosolf Group ist international natürlich ein Berater der Automobilindustrie, also wechselt jetzt an die Scheuer vom Verkehrsministerium als ehemaliger Verkehrsminister, dann in das Bundestagsmandat zurück und jetzt im Grunde als Lobbyist weiter in die Automobilindustrie. Und spannend ist natürlich auch, wo es seine Frau hin verschlagen hat, denn sie sitzt aktuell die Direktorin für Zentraleuropa bei Meta, nämlich also Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads.